Ja, Leute, was geht? Und willkommen zurück zu einer neuen Frame of Dragons. Folge 24 ist es nun. Endlich mal wieder. Und ja, ihr seht es, es ist ein Dienstag. Ich versuche wieder zweimal die Woche hochzuladen. Wird ein bisschen schwieriger, aber wir werden es bestimmt hinkriegen. Wir haben einiges Neues, einiges ist passiert. Ich war eine Woche ungefähr nicht mehr da. Und ja, wir haben zum einen die Entführung von Peter und Alfred. Das werden wir uns natürlich nicht auf uns sitzen lassen. Fifi hat sie entführt, soweit ich es mitbekommen habe. Und wir haben auch einen Brief von Fifi, eine Vorwarnung. Ja, er hat die Schwerter gefunden. Ist ihm erst aufgefallen am Dienstag, soweit ich weiß. Letzte Woche Dienstag. Und ja, lieber Herr Tom, das hier ist eine Warnung auf... Ja, eine Warnung und Aufgebot, mir meine Schwerter und meinen Pieps noch nicht unbenannt. Der ist der Robin, soweit ich gesehen habe. Auf der Stelle... Das was noch wird klein geschrieben, das wird auch klein geschrieben. Auf der Stelle wird groß geschrieben, zurück wird klein zu geben. Kein Komma, oder es wird deinen Haustieren an den Kragen gehen. Okay, eine Drohung. Keine Vorwarnung, ist eine Drohung. Okay. Bitte schicken, schicken mit klein geschrieben, sie die Schwerter per Post, Post wird groß geschrieben, und setzen mit klein geschrieben, sie Pieps, Robin, in meinen Keller. Freundlichen Grüßen, Fifi. Natürlich werden wir das nicht machen, denn wir haben schließlich seinen Robin, der den dann nicht mal gecheckt hat, wo er bei mir war. Und ja. Er hat auch nichts geklaut, weil er nicht mal ein paar wenigstens Wert von uns haben, sondern das wächst voll in meinem Impf. Hier sind auch die Schwerter von ihm. Die werden wir jetzt mit der Schatzjagd verstecken. Und ja, komm, Pieps. Ja, Robin. Hier, Robin ist trapped inside. Er ist Robin. Was auch immer Fifi komisches angestellt hat. Wir werden es mal sehen. Dann packe ich das jetzt mal hier rein mit den Diamonds, damit wir auch Notfall-Equipment haben. Den Brief packe ich mir hiermit ein zu dem anderen Brief von ihm. Und ich würde mal schauen. Ich weiß nicht, ob ich einen Brief oder zwei Briefe mache. Erstmal zwei Booking Quills, damit wir auch Vorrat haben. So, dann werden wir mal ins Literarische eingehen. Lieber, guten Tag. Mr. HD. Ich bedauere natürlich, dass sie meine Haustiere entführt haben. Jedoch habe ich ein anderes Angebot für sie, welches sie besser nicht ablehnen sollte. Wie sie bereits wissen, bin ich weiterhin im Besitz ihrer weiteren Rüstungsteile, ihrer zwei Rüstungsteile und ihrer beiden Drachenschwerter. Außerdem habe ich Königdom von Israel. Ich weiß gar nicht, ob mein Plot so schreibt. Ja. Perfekt. So, dann machen wir jetzt sein Angebot. So, das werden wir jetzt auch mal per Post absenden. Und hoffen einfach, dass Fifi sich darauf einlässt, denn sonst wird gegebenenfalls seine Tools darunter leiden müssen. Und damit haben wir auch schon gut was erreicht. Also. Fifi. So. Sollte abgesendet sein. Dann werde ich ihm noch einen Text schreiben bezüglich seiner Schwerter. Ich muss ein bisschen mehr, ich möchte es ein bisschen literarischer machen. Aber ein bisschen so, dass es nicht unbedingt sich so anhört, dass es richtig geschrieben ist, sondern nicht so dieses typische Deutsche, sondern so ein bisschen anders Deutsch. Fern in einer Welt der Welten, in Höhen und Tiefen dieses Planet, Feuer, Eis,
in einer Lavagrube. Ja. Eis ist so kalt wie der höchste Gipfel. Finden du führst dein Ziel am Ende dieser Reise. Weiter, du wirst kommen, wenn du nicht online durchschämst. Ich hab's nicht gelernt, ne, toll. Wunderbar. In der Welt dieser Welten Tageslicht zu Höllen Schicht. Weiteres erblickt durch. Schauen der Schritte im Überblick. In der Welt dieser Welt, Tageslicht zur Höllenschicht. Weiteres erblickt durch Schauen der Schritte im Überblick. Du wirst finden, wenn du richtig suchst. Wollte keine Zeit, aber sonst wird das Elend sich beeilen. Elend. Und so das Elend dich lebend. Und so das Elend dich lebend verschlingen. Trauer, du wirst erfahren, nur wenn du nicht folgest dem Pfad. Am Ende der Welt bei 25, 11. 11, du wirst finden, den Welt mit deinem. Mit deinen Gütern und deinem Spendengeld. Deine Spenden. In der Welt bei dir, du wirst finden den Held mit deinen Gütern und deinen Gütern und einer Spende. Spende. Sei gnädig gegenüber ihm. Er spielt nicht gerne mit der Musik. Weiteres, dir wird verborgen bleiben, denn du bist. Ist kein gutes Beispiel. Welches sich in den Tod treiben lässt. So, dann haben wir jetzt hier diesen wunderbaren Text und werden den bei Fifi, nachdem wir geschlafen haben, noch verstecken. Dann werden wir zu den Koordinaten noch hinbegeben und werden seine Schwelle dort positionieren. Muss ja noch passende Sachen finden, die wir am besten machen. So, dass ich halt nicht unbedingt wieder zurückgehen muss, also ich muss mir ein bisschen was mitnehmen, bestenfalls. Dann würde ich mal sagen, machen wir uns auf den Weg nach, jetzt weiß ich nicht mal, wo wir hin müssen, nach 23.400. Das wird ein spannender Schritt. Hier ist es in die Richtung. Nee, in die Richtung. Gut, das wird dann mal eine Ewigkeit dauern. Ich melde mich, denn wenn wir wieder da sind. So, nach einiger Zeit 3 Server-Crashs. Und ein paar erlegten Villagern, obwohl hier noch welche sind wir jetzt endlich an einer Location angekommen. Wir sind jetzt nicht ganz bei 24.000, ich meine jetzt ein bisschen umschreiben. Denn das ist doch ein bisschen zu viel. Und ich will den Server nicht mehr so auslassen jetzt, so. Für heute jedenfalls nicht mehr. Muss man mal gucken, dass man irgendwann versucht, das ein bisschen zu optimieren. Damit das nicht mehr vorkommt, oder eher weniger. Und ja, na gut, man muss auch sagen, wir sind gerade zu dritt auf dem Server, aber halt zwei von der Orga, deswegen. Ist das ein bisschen kritischer. So, Firebottles sind wieder cool, aber wir müssen trollen. Ist er voll? Ja, ist voll. Ah. Ja, voll, was eine Frechheit. Naja. Strings wichtig.
Wird mich wieder aufregen, dass ich keine Strings habe. Ui, geil. Geil. Wirklich nicht cool. Ich denke mal, ich werde noch mein Schwert noch rot machen. Dann wieder, wenn ich ein Schwert habe, das ist halt ein blau. Das auch ein bisschen cheeky ist. Ich weiß gar nicht mal, was das hier alles ist. Hier gibt es Fische. Kokosbohnen. Stimmen einfach mal mit, was hier drin ist. Vielleicht kann man es gebrauchen, irgendwann mal. Denk mal, irgendwie für Essen. Das nutzt voll auf jeden Fall. Sagen wir es mal so. Wenn man genügend Platz dabei hätte, wäre es natürlich vorteilhaft. So, oh mein. No way. No. Okay. GG an der Stelle. Leute, ihr wisst genau, was das heißt. Backpack in Backpackception Methode ist back in the biz. Ich glaube in dem Fall jetzt nicht back in the biz, sondern ist am Start. Aber ja, das ist die OP-ste Methode, die du je haben kannst irgendwo. Gut. GG an der Stelle. Gut, jetzt würde ich mal hier hingehen und mach nimm die Koordinaten. Meine die Koordinaten, wo ich jetzt gerade drauf stehe. Das ist die Koordinate hier. Ich werde es ein bisschen aufrunden. So, das hier und in Windows 85. Dann haben wir das schon mal. Und dann werde ich hier irgendwo in der Nähe so einen kleinen Schrein aufbauen. Den LA nehme ich mir mit. Nein, nicht Zauber mitnehmen. Also nein. Perfekt. Dann ist der auch frei. Ui, hier ist noch so viel drin. Wir weiß mal ein bisschen so gut wie alles mit. Ich mache den Reliquisten leer, damit der sieht, dass hier jemand war. Aber ich würde das oder so wahrscheinlich mitbekommen. Aber naja. So, auf jeden Fall die 100%ige Sicherheit für ihn. So. Dann packe ich erstmal meinen Zauber wieder rein. Und auch den LA. Was machst du jetzt hier? Dich nicht eingeladen. Und hier sind noch Fässer. Oder ein Fass auf zumindest. Gut, dann haben wir das, glaube ich, auch alles durch. Dann werde ich... Ey, was ist das? Die haben es auch echt nicht einfach hier. Ganz auf der Art überlebt. Schade abgeballert. Schabschaller. Ah, naja. Egal. Für das jetzt habe ich einen Ball, perfekt. Ja, ob das die waren, die das Schwert so. Ja, das sind genau die. Perfekt. Dann hole ich meinen Baubackpack. Ich bräuchte vielleicht noch einen Stone Cutter. Wie mache ich einen Stone Cutter? Stone Eisen. Haben wir. Noch Holz, dann können wir das Crafting Table eben machen. Stone haben wir natürlich. Bisschen Eisen haben wir natürlich auch mit bei, warum auch nicht. Ui, okay. Dann würde ich mir einmal ein bisschen von dem hier machen. Ein bisschen von dem hier. Dann mache ich definitiv noch Bricks. Wollen auf jeden Fall auch ein paar Heft kommen. Eigentlich müsste hier noch sowas in der Art kommen. Dann kennen wir noch eben den Villager. Er ist halt ein Post, also eine Art Outpost. Mal ein bisschen aufpassen. So. Dann würde ich hier noch eine Menge
rausnehmen. Stack. Ja, das mache ich besser einfach. Wenn. Bauen wir hier so einen alten Art Schrein auf. Weil er denkt, dass das schön natural gespawnt ist, was natürlich nicht der Fall ist. Ich denke mal, es wird aber auch schnell durchschauen, dass es nicht natural ist. Ist ja recht obvious, dass es nicht natural ist. Obwohl halt das theoretisch auch so natural spawnen könnte. Wenn man das so sieht. Ah, was willst du jetzt schon wieder? So, die Villager gehen echt mir sehr auf die Nerven. Dann machen wir hier noch so. Steindinger. Was ein schöner aussieht. Und noch so eine Art Verzaunung. Aktuell arbeiten wir auch schon an dem Nachfolgerprojekt. Da wird es auch demnächst nochmal weitere Infos geben, denke ich mal. Das wird halt noch eine Weile dauern, bis das überhaupt in den Startlöchern steht. Nur wir werden schon mal ein wenig Leute zusammentrommeln, damit es nicht wie bei Dragons passiert, dass man auch einmal so spontan für Zeit oder zwei neue Leute holen muss. Da werden wir auch wahrscheinlich eine größere Menge holen. Aber das wird auch noch eine krasse Entwicklungszeit, also bleibt auf jeden Fall dran, um nichts mehr zu verpassen. Lasst gerne ein Abo und Like da. Würde ich mich freuen. Und schreibt auch gerne mal in die Kommentare, wenn ihr irgendwas wissen wollt, dann kann man das mal in den nächsten Folgen beantworten. So, das Seeds kommen weg. Machen wir hier so ein größeres Ding. Da kommt denn das Barrel hin. So. Dann gehen wir runter schlafen. Und packen hier das Barrel hin. Mit Loot. Ich wäre schlau, dass man immer so sagt, so. Nicht immer so einzelne Dinger. Sonst ein bisschen sass. Perfekt verbrannt. Was ist eigentlich ein Platin-Chunk? Stimmt, wir haben jetzt eine neue Mod drauf. Seit dem 2.2-Update. Es wird natürlich auch noch weiteren Änderungen geben. Auch Balancing Challenges. Da stehen schon wieder welche in den Startlöchern, die mir vor allem bei Fifi gesehen habe, die mir nicht gefallen. Die zum Beispiel, dass man die Herzen spammt essen kann. Das ergibt halt keinen Sinn in einem Fight. Man sollte halt Menschen entweder halt ehrenhaft sterben oder irgendwie abhauen, wenn man das natürlich hinbekommt. Und da muss man nochmal schauen, wie man es am besten löst. So. Man das hier so ein bisschen aufgeteilt. Kann man hier in der Mitte nochmal ein Herz reinballern. So. Dann kommt eben hier drüben auch nochmal so eine Art Schrein. Also so ein Dreierkonstrukt. So.
Dann hier und das Schwert dorthin packen. Hinpacken. Dann gibt es noch so ein paar Adjustments, die außen getätigt werden können. So, dann kommen wir mal die Steine mit dazu. So, dann wird das hier noch ein bisschen mit Wegen, also so Fahrt ausgekleidet. Und dann würde ich noch mehr dieser Zäune machen, dass man die hier generell ein bisschen so rum herumstellt. Was schon ein bisschen specialhafter aussieht, ist nämlich sehr, sehr wichtig. Einfach damit Fifi so ein bisschen Vertrauen bekommt. Da es halt so ein bisschen vertrauenswürdig aussieht. Weil natürlich ihm nicht traue, das ist klar. Fifi wird wahrscheinlich der sein, mit dem wir später auch Krieg führen werden. Ja, das wird auf jeden Fall, also es läuft darauf gerade aktuell hinaus. Und ja, ich denke mal, ich habe gute Strategien im Kopf, wie wir Fifi endgültig besiegen können. Wenn uns nicht gewisse Sachen noch den Weg durchschreiten, aber Story-Elemente, die verborgen bleiben. Auf jeden Fall wird Fifi endlich leiden. Und im letzten Fight habe ich ja auch Fifi besiegt. Er hatte zwar auch keine Herzen gesteckt. Gettet. Ja, auch einfach keiner, glaube ich, hat oder hat sie durch zu spät ausgeholt, aber ja. Ist auch sehr langweilig, wenn man das macht. So, dann hole ich nochmal die Dinger raus, mache hier so eine Art Fahrtweg zu den Pillagern. So auf mäßig, die haben was damit zu tun. Irgendwie funny, wenn das wäre. So, so, so. So, so, so. Jetzt haben wir hier diesen Schrein. Jetzt ist die Frage, wie wir am besten wieder zurückkommen. Aber darum kümmere ich mich denn offscreen. Nämlich würde ich mal sagen, das war's mit der Folge. Lasst gerne ein Like und Abo da, wenn ihr mehr davon sehen wollt. Die nächste Folge wird wahrscheinlich Samstag kommen. Hoffentlich mal. Und dann würde ich sagen, haut rein und ciao. Leider!